Mariens Kammer. Marie sitzt, ihr Kind auf dem Schoß, ein Stückchen Spiegel in der Hand. Der andere hat ihm befohlen und hat gehen müssen. Bespiegelt sich. Was die Steine glänzen. Was sind's für? Was hat er gesagt? Schlaf, Bub. Drück die Augen zu, fest. Das Kind versteckt die Augen hinter den Händen. Noch fester. Bleib so, still oder erhol dich. Singt. Mädel, mach's Ladel zu. Es kommt ein Zigeunerpuh. Führ dich an deiner Hand. Fort ins Zigeunerland. Spiegelt sich wieder. Es ist gewiss Gold. Wie wird mir's beim Tanzen stehen? Uns eins hat doch nur ein Eckchen in der Welt und ein Stück Spiegel. Und doch habe ich einen so roten Mund als die großen Madammen mit ihren Spiegeln von oben bis unten, ihren schönen Herren, die ihnen die Hand küssen. Ich bin nur ein armes Weibsbild. Das Kind richtet sich auf. Still, Bub, die Augen zu. Das Schlafengelchen, wie es an der Wand läuft. Sie blinkt ihm mit dem Glas. Die Augen zu. Oder es sieht dir hinein, dass du blind wirst. Wojciech tritt herein hinter sie. Sie fährt auf mit den Händen nach den Ohren. Wojciech. Was hast du? Marie. Nix. Wojciech. Unter deinen Fingern glänzt's ja. Marie. Ein Ohrringlein, ich hab's gefunden. Wojciech. Ich hab so noch nix gefunden. Zwei auf einmal. Marie, bin ich ein Mensch? Wojciech, es ist gut, Marie. Was der Bub schläft, greif ihm unter das Ärmchen, der Stuhl drückt ihn. Die hellen Tropfen stehen ihm auf der Stirn. Alles Arbeit unter der Sonne, sogar Schweiß im Schlaf. Wir arme Leute. Da ist wieder Geld, Marie. Die Löhnung. Und was von meinem Hauptmann? Marie. Gott vergelt's, Franz. Wojciech. Ich muss fort, heute Abend. Marie. Adies. Marie, allein. Ich bin doch ein schlechter Mensch. Ich könnte mich erstechen. Ach, was Welt. Geht doch alle zum Teufel, Mann und Weib.